Grüß Gott, an diesem letzten Tag des Jahres, am Gedenktag des heiligen Papstes Silvester, grüße ich Sie alle ganz herzlich. In wenigen Stunden wird sich die Tür des Jahres 2022 unwiederbringlich schließen und die Tür zum neuen Jahr wird aufgemacht. Auch wenn sich auf den ersten Blick scheinbar nichts verändert vom heutigen auf den morgigen Tag, aber ganz so ist es nicht. Denn wir Menschen bestehen ja aus Fleisch und Blut. Wir leben in Zeit und Raum. Wir leben im Rhythmus von Tag und Nacht, im Rhythmus der Jahreszeiten. Und wir brauchen diese Einteilungen des Jahres in Sonntage und Wochentage, in Werktage, in Festtage, in Wochen, Monaten und Jahren, in der Feier des Kirchenjahres mit all den unterschiedlichen Festen. Denn das gibt unserem Leben Struktur und hilft uns voranzuschreiten, auch im Glauben. Heute Vormittag haben alle Glocken unserer Allersberger Pfarrkirche geläutet, denn eine große geistliche Flamme ist erloschen. Unser bayerischer Papst Benedikt XVI. Ist in die Ewigkeit zu seinem Herrn und den Heiligen eingegangen. Für mich war er immer so der Mozart der Theologie, denn er konnte die Glaubensgeheimnisse so wunderbar beschreiben, erklären in seinen Reden, in seinen vielen Büchern, in seinen Ansprachen. Er war ein großer geistlicher Lehrer der Theologie und dennoch so bescheiden und ein tief frommer Mensch. Der Heilige Vater, Benedikt XVI., ist nun von uns gegangen. Er warnte immer vor der Diktatur des Relativismus. Er warnte immer vor einer wertelosen Gesellschaft, die Gott vergessen hat. Denn ohne Gott, liebe Brüder und Schwestern, wird das Leben so unendlich traurig und grau. Denn Gott bringt Freude, der Glaube bringt Freude in unser Leben. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und wie es beim Propheten Nehemia heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. An Silvester halten wir immer ein Stück Rückblick und wir schauen nach vorne. Die einen schauen voller Freude und Zuversicht nach vorne. Ich denke da an die Begegnung heute Vormittag, als ich spazieren war, ist mir eine hochschwangere Frau begegnet. Und diese hochschwangere Frau hat mir ein gutes neues Jahr gewünscht, einen guten Rutsch, wie man sagt. Und sie hat gesagt, ich freue mich auf das neue Jahr, denn mein Mann und ich bekommen unser erstes Kind und ich habe ihr alles Gute gewünscht. Andere aber, die krank sind, haben Angst und große Sorge, wie es mit ihrer Gesundheit weitergeht. Wieder andere trauern um einen Menschen, den sie in diesem Jahr verloren haben. Ich denke da an die Beerdigung, die ich gestern gefeiert habe, die letzte Beerdigung, die ich gehalten habe. Und da heißt es ja am Schluss bei der Beerdigung, wir beten für den aus unserer Mitte, der als erster der Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Keiner von uns weiß, von wem wir in diesem kommenden Jahr 2023 alles Abschied nehmen müssen. Es können Alte und auch Junge sein. So wie vorgestern, als ich im Bayerischen Wald war und der Pfarrer hat gesagt, du, am Silvestertag muss ich leider einen 23-Jährigen beerdigen, der einen tödlichen Autounfall hat. Aber all das, liebe Brüder und Schwestern, muss uns im Letzten keine Angst machen. Denn auf dem Weg des Glaubens sind wir nicht allein. Wir haben Gott an unserer Seite und Menschen, mit denen wir verbunden sind. In wenigen Stunden schließt sich das Jahr 2022. Die einen werden laut feiern mit Party, mit Tanz und Böllerei nach 2 Jahren der Stille. Die anderen in der Familie, im Freundeskreis. Wieder andere ganz alleine mit einem guten Buch und guter Musik. Andere krank im Krankenhaus, zu Hause. Andere einsam, verzweifelt, weil so viel kaputt gegangen ist in diesem Jahr, so viel Streit es gegeben hat und vieles, vieles mehr. Liebe Brüder und Schwestern, heute Nachmittag ist mir eine Frau begegnet, aus dem Auto hat sie rausgewunken, Herr Pfarrer, ein gutes neues Jahr. Und ich sagte, wo fahren's denn hin? Und sie sagte, ich fahre auf die Intensivstation, denn ich habe heute Nachtdienst. Ja, auch solche Menschen braucht es an Silvester. Wir brauchen die Solidarität der Menschen. Egoismus und Ellbogengesellschaft tut uns nie gut. Es ist gut, dass andere
auch sich für uns einsetzen. Und ich danke allen, die sich für unsere Pfarrei, für den Glauben in diesem Jahr eingesetzt haben. Ich danke den Kindern, den Frauen und Männern, die ehrenamtlich in unserer Pfarrei tätig waren und es sind. Und sie tun es mit einer großen Freude. Und dafür sage ich ein großes, großes Vergelt's Gott. Liebe Freunde, keiner von uns weiß, was im kommenden Jahr alles sein wird. Wir sagen ja aber Anno Domini, im Jahr des Herrn. Auch in diesem neuen Jahr wird Gott mit uns gehen. An jedem dieser 365 Tage wird Gott uns begleiten mit seiner Liebe, mit seinem Segen, mit seiner Kraft, die Leben schafft. Und so wünsche ich Ihnen allen, den Kranken und den Gesunden, den Traurigen und den Fröhlichen, den Einsamen und denen, die in einer großen Familie leben. Ich wünsche Ihnen ein friedvolles, gesegnetes, glückliches neues Jahr. Als der Papst Benedikt XVI. 2006 bei uns war, wurde für diesen Besuch ein Lied vertont. Es findet sich im Eichstätter Gotteslob 837. Und da heißt es so schön nach seinen Worten: Wer glaubt, ist nie allein. Du Herr wirst mit uns sein. Mit deiner Kraft die Leben schafft. Wer glaubt, ist nie allein. Du bist Christus, Tür zum Leben. Du gibst alles, du nimmst nichts. Die Liebe ist deine Macht. Bleib Herr bei uns, bei Tag und Nacht, in Zeit und Ewigkeit. Wer glaubt, ist nie allein. Im Leben und im Sterben nicht. Liebe Freunde, liebe Allersberger, liebe Gläubige, an jedem Abend auch des neuen Jahres, bevor ich schlafen gehe, werde ich in der Hauskapelle meines Pfarrhauses das Kreuz erheben und sie alle segnen, damit der Herr an jedem, in jeder Nacht, an jedem Tag über ihnen allen wacht. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Und so segne und behüte euch an jedem Tag des neuen Jahres der dreifaltige und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns. Bei der Neujahrsansprache sagt ja der Bundeskanzler oft, meine Frau und ich wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Nun, das kann ich nicht, aber ich kann es anders. Seine gräfliche Durchlaucht. Camillo Graf Igor von Neusitz wünscht Ihnen allen ein frohes Jahr und freut sich auf die vielen Leckerli im neuen Jahr. Camillo, gib mal die Pfote, da schauen viele zu. Gib heute mal die Pfote. Aber ab nächstes Jahr, ab 1.1. bin ich konsequent in der Erziehung.